Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Journalisten, zur ersten digitalen Pressekonferenz, zur ersten Pressekonferenz des Jahres überhaupt vom Düsseldorfer Reiter- und Rennverein. Es ist ein etwas ungewöhnliches Setting und wir sind sehr froh, dass Sie dabei sind und dass wir so die Gelegenheit haben, uns mal etwas intensiver auszutauschen, auch wenn wir Sie jetzt gerade nur als Kameralinse sehen, aber wir haben am Anschluss der Runde die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Dann schalten wir den Lautsprecher laut, sodass wir Sie dann auch hören. Von daher würde ich Sie bitten, Ihre Fragen bis zum Ende aufzuheben, bis wir dann die Fragerunde einläuten. Ja, und wir treffen uns heute hier wieder in diesem wunderschönen Ambiente, wie auch im letzten Jahr, um den Königsallee-Renntag einzuläuten, der am Sonntag bevorsteht. Und dies ist wie jedes Jahr ein ganz besonderer Saisonhöhepunkt, wobei wir gerade dieses Jahr auch noch ein paar Besonderheiten mitgebracht haben. Und ich freue mich sehr, darüber heute berichten zu dürfen. Stell Ihnen zunächst die Gesprächspartner vor und dann würden wir direkt einsteigen. Herr Peter Endres, Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins, erläutert uns gleich Details zu den sportlichen Aspekten des Renntages. Herr Peter Wien, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Königsallee, mit der wir diese schöne Partnerschaft so lange schon pflegen. Sophie Hinkel als Vertreterin der Bäckerei Hinkel, die ich als neue Partnerin zum ersten Mal hier begrüßen darf. Und Niklas Drösser vom Juwelier Wempe, der auch schon viele Jahre als Partner mit dabei ist. Herzlich willkommen. Ja, und jetzt freue ich mich, das Wort direkt an Herrn Endres übergeben zu dürfen. Herr Endres, der Renntag bietet wieder viele sportliche Highlights. Wie würden Sie das einordnen? Ja, vielen Dank, Frau Höngesberg. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Herrn Droscher und der Firma Wempe, dass sie in diesen Zeiten, die wirklich schwierig für alle Anlieger auf der Königsallee waren und für die Geschäfte, dass doch einige uns weiter unterstützt haben, die es können, und dass wir diesen Königsallee-Renntag aufrechterhalten können. Das ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Dafür an Sie herzlichen Dank und herzlichen Dank, dass wir ja auch diese Pressekonferenz machen können. Die 1000 German Guinness, gesponsert von Wempe, das ist, tun Sie schon seit vielen Jahren, ist ein Rennen für Stuten über 1600 Meter, also die Meile. Das kann eben ein Pferd nur einmal im Leben gewinnen, weil das nur für dreijährige Pferde ist oder Stuten in diesem Fall. Und davon sogenannten klassischen Rennen gibt es 5 in Deutschland. Davon ist eben eins die German 1000 Guinness. Wir haben ein sehr gutes Feld, die besten deutschen Stuten über die Meile und vielleicht kommt auch ein anderer über die 2200 Meter, nämlich später ist ein anderes klassisches Rennen, ja in Düsseldorf, die Diana. Das sind die besten Pferde, sind am Start, das kann man sagen. Alle großen Trainer, alle großen Jockeys sind da. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir unseren französischen Gast auch begrüßen können, Herr Pantal, der in der Provence seinen Rennstall hat und 1000 Kilometer fährt, um 2 Pferde in Düsseldorf starten zu lassen. Einer der Besitzer ist übrigens Scheik Maktoum, einer der größten Züchter und Besitzer von Rennpferden in der Welt. Also wir sehen einem ganz tollen Renntag entgegen, erstmal mit dem Höhepunkt der 1000 Guinness. Das Zweite, was wir haben die Badener Meile. Da wird jeder fragen, was sucht die Badener Meile in Düsseldorf? Das ist geschuldet, dass eben auch durch die Situation Baden-Baden in Schwierigkeiten waren und wir haben eins der tragenden Rennen übernommen, die Badener Meile. Die wird dann einmalig in diesem Jahr in Düsseldorf durchgeführt. Ist auch ein Grupperennen, auch über die Meile, wie das der Name ja schon sagt. Aber da können eben auch ältere Pferde dran teilnehmen. Wir haben weiterhin ein Listenrennen, auch ein von der Qualität der Pferde hochstehendes Rennen. Diese Pferde, die dort starten, die wollen sich noch für das Derby qualifizieren. Man muss sich für diese großen Rennen qualifizieren, man muss eine gewisse Qualität vorweisen, sonst wird man gar nicht zugelassen. Und da haben eben noch einige Pferde die Chance und da werden viele Besitzer eben sehr, sehr aufgeregt sein, wie das, ob es nun klappt, noch den Schritt ins Derby zu machen, das ja auch schon in 6 Wochen ist. Also die Zeit schreitet voran. Ja, daneben haben wir noch weitere sehr, sehr gute Rennen. Ein Ausgleich 1, der zwar ein bisschen schwach besetzt ist, nur 4 Pferde starten, aber wir haben auch mit dem Direktor beschlossen, solche Rennen auch mit wenigen Pferden durchzuführen.
Weil es einfach, weil wir den Besitzern auch helfen wollen, ihre Pferde zu behalten und Rennpreise zu gewinnen, damit der Schmerz nicht ganz so groß wird, weil wir natürlich in ganz Deutschland auch die Rennpreise ein bisschen kürzen mussten, weil eben die Sponsoren nicht alle da sind und weil auch die Zuschauer nicht da sind. Das ist für uns natürlich das größte Problem. Uns fehlen die Eintrittsgelder und die Zuschauer wetten auch. All das fehlt uns. Aber wir haben mit den Buchmachern die Vereinbarung getroffen. Die helfen uns, dass wir von außen die Wetten machen können. Und da übertragen wir eben diese Rennen in die verschiedenen Kanäle, unter anderem auch in Magneta TV. Und damit die Besitzer, die nicht die weite Reise machen können, oder auch die Zuschauer, die nicht auf die Bahn dürfen, diese Rennen sehen dürfen und dann wetten. Das hoffen wir und das erwarten wir auch von Ihnen, dass Sie uns auch da ein bisschen unterstützen. Genau, und vielleicht noch eine ergänzende Frage dazu. Und zwar ist es ja so, dass die 1000 Guineas von der Dotierung her das Rennen in diesem Jahr sind mit der bislang höchsten Dotierung. Das wird sich natürlich nochmal ändern, wenn wir das Derby und dann auch bei uns den Preis der Diana sehen. Aber das ist in den aktuellen Zeiten ja auch etwas Besonderes, wo viele Rennpreise gekürzt werden, um die Rennen überhaupt durchführen zu können. Dieser Schritt ist jetzt hier vom Düsseldorfer Reiter- und Rennverein gegangen worden, dieses Rennen zum vollen Rennpreis laufen zu lassen. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Auch wieder, wir wollen die Besitzer, wir tun, was wir können, muss man sagen. Das ist ja nicht so einfach. Also wir kämpfen wirklich als Vorstand, als Geschäftsführung, diese Rennen durchführen zu können. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass wir einige Sponsoren haben, die uns unterstützen, uns weiterhin groß unterstützen auch, sodass wir in der Lage waren, eben den vollen Rennpreis auszuschütten. Das ist auch, weil wir die Besitzer unterstützen will. Und ich bin ja auch nur ein Besitzer und habt ein Herz für diese Besitzer. Apropos, Sie sind ja auch Besitzer. Sie sind ja vor allem auch Besitzer von einer sehr aussichtsreichen Stute in diesem Rennen. Da wäre ja die Frage, wie Sie das einschätzen und ob das Herz schon ein bisschen höher schlägt, ob die Aufregung schon da ist oder ob Sie als so erfahrener Pferdemann da ganz cool diesem Sonntag entgegenblicken. Also ich bin jetzt noch recht cool, muss ich sagen. Aber die Nacht vor dem Rennen, dann fängt man schon langsam drüber an nachzudenken, wie das nun läuft. Denn zu jedem Rennen, auch wenn man wirklich, und das ist eine sehr, sehr gute Stute, die wir haben, gehört auch ein bisschen Glück. Der Jockey muss die richtige Entscheidung im richtigen Moment zu treffen. In der richtigen Sekunde muss man die treffen. Da muss man auch immer die Jockeys entschuldigen, weil das gar nicht so einfach ist. Düsseldorf hat eine Bahn, die schon speziell ist. Früher war das so, dass die Ausländer immer hier verloren haben, weil sie die Bahn nicht kannten. Heute ist das natürlich für Ausländer-Jockeys, die haben die Rennen fünfmal im Internet gesehen, die sind alle hier schon geritten. Wir haben übrigens einen französischen Jockey draufsetzen, deswegen, also der kennt alles genau, der hat die Videos bekommen, er weiß, wie die Stute sich verhält, der sitzt nämlich das erste Mal drauf. Und ja, wir sind eigentlich ganz zuversichtlich. Sie ist viermal im Leben gelaufen, hat dreimal gewonnen, hat einmal in Baden-Baden versagt. Da wissen wir heute noch nicht, warum das so war. Wir haben sie hinterher untersucht. Aber wenn sie sonst gestartet ist, hat sie immer gewonnen. Und wir hoffen, dass das so weitergeht. Ja, wir drücken natürlich Ihnen, aber auch allen anderen Startern natürlich die Daumen und allen Wettern freuen uns schon sehr auf diesen Renntag. Herr Wien, Sie haben ja vorhin auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, Sie freuen sich da auch schon sehr drauf und insgesamt ist die Stimmung ja auf der Königsallee gerade wieder ein bisschen positiver, als sie vielleicht noch Anfang des Jahres oder in den letzten Wochen war. Wie ist die Stimmung momentan bei Ihnen, bei den Mitgliedern und wie blicken Sie dem Renntag entgegen? Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, ich habe ein Lächeln im Gesicht, weil wir sind einmal sehr dankbar, dass Herr Endres mit der Königsallee schon seit 5 Jahren den Königsallee-Renntag veranstaltet. Wir haben festgestellt, dass nicht nur die Königsallee, sondern auch die Rennbahn in Düsseldorf im Grunde genommen weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. Und wenn sich zwei gute Komponenten zusammentun, dann kommt auch meistens was Gutes heraus. Was für uns natürlich ganz wunderbar ist, das ist die Natur, die die Rennbahn hat.
und der Zustand. Wenn Sie als Pferde-Rennsportliebhaber sich einmal anschauen, wie toll auf der Rennbahn und welche tollen Pferde da laufen, dann muss ich sagen, ein großes Dankeschön. Und es ist natürlich auch für die Kunden auf der Königsallee eine große Freude, wenn sie hoffentlich im nächsten Jahr wieder präsent diesen Renntag feiern können, wenn sie auch letztlich die Dinge, die man vielleicht auf der Königsallee gekauft hat, dann da mit Freunden letztlich präsentieren kann, weil das ganze Ambiente auf der Rennbahn stimmt. Und insofern unser herzlichen Dank. Ich bin sehr zuversichtlich und ich hoffe auch, dass viele Interessierte am Renntag per Video und Film teilnehmen. Vielen Dank. Ja, und vielleicht auch eine kleine Ergänzung. Dadurch, dass wir jetzt zum ersten Mal von Magenta TV auch diese deutschlandweite Fernsehübertragung des Renntags haben und dort die Möglichkeit auch haben, wird es auch ein Video geben über die Königsallee und über Düsseldorf, was dort gezeigt wird. Und so ja, hoffen wir natürlich auch durch so einen Renntag den Ruf Düsseldorfs und der Königsallee auch nochmal zu verbreiten. Vielleicht darf ich noch ergänzend dazu sagen, dass wir bei den ersten zwei Renntagen immer den Zuschauern mitteilen mussten, dass das Rennen nicht auf der Königsallee, sondern auf der Rennbahn stattfindet. Aber mittlerweile haben das wohl sehr viele Leute begriffen. Und wir haben ja auch immer, wie damals die Rennbahn noch offen war für die Zuschauer, immer einen großen Zuschauerzuspruch gehabt. Vielen Dank. Genau, es gibt ja auch für nächstes Jahr schon große Pläne, wie man gerade diesen Renntag auch noch zelebrieren kann. Und von daher drücken wir alle die Daumen, dass sich das auch schnell ändert. Ja, dieses Jahr ist vor allem zu Hause das Mitfiebern angesagt. Und damit man das auch den ganzen Renntag über mit voller Energie tun kann, liebe Frau Hinkel, haben Sie sich anlässlich der neuen Kooperation, die wir ja haben, vielen Dank dafür. Und, danke auch. Und anlässlich des Hinkels Stutenpreises etwas ganz Besonderes überlegt. Genau. Also wir haben ein Stutenrennen, das wir sponsern dürfen. Dementsprechend haben wir natürlich auch einen Stuten gebacken, den man hier vorne schon sieht. Das ist ein Stuten, den wir Powerstuten genannt haben, weil, wie Sie auch gesagt haben, der ganze Tag vorm Fernseher ist natürlich anstrengend. Vor allen Dingen immer dieses Adrenalin, wenn man wettet, was natürlich auch alle hoffentlich tun. Und in unserem Powerstuten finden wir Haselnüsse und Apfelstücke. Also das gibt ordentlich Energie für den Tag und einfach natürlich fürs Frühstück, für die Familie, für Groß und Klein ist alles was dabei. Und diesen Stuten kann man ja auch bei Ihnen jetzt morgen ganz normal im Laden erwerben. Also das genau. Ist jetzt nicht nur für die Leute auf der Rennbahn, sondern da kann jeder einmal vorbeischauen. Genau, wer mag, kommt morgen einfach in eins unserer Geschäfte vorbei und bestellt den Powerstuten. Super, und auf der Rennbahn gibt es ja dann auch was Schönes zu sehen. Da freuen wir uns jetzt auch schon mal drauf und sind gespannt, wie die Pferde, ob die da ran wollen. Dürfen sie ja nicht bei frischem Brot, da sind wir ganz vorsichtig. Aber sie bringen am Sonntag ja auch noch was Besonderes mit. Genau, bei uns gibt es einen Siegerkranz, aber nicht aus Pflanzen, sondern natürlich aus Stutenteig für den Besitzer, für den Jockey und auch ja, für den Gewinner einfach. Dass es einfach was für zu Hause ist, was man teilen kann und so ein bisschen Spaß hat. Genau, vom Bäcker für den Gewinner. Klasse, ja, wir freuen uns sehr, dass Sie als Partner mit dabei sind, weil das einfach so schön zusammenpasst. Wir kennen ja die Bäckerei Hinkel als sehr fröhlich und innovativ und dass wir uns auf dieses schöne Wortspiel einlassen können und Sie sich zu Hause quasi die Rosinen beim Wetten rauspicken, da freuen wir uns schon sehr drauf. Vielen Dank. Herr Drösser, Sie sind ja schon viele Jahre als Partner mit dabei und wir hatten es gerade schon gesagt, von uns natürlich auch ein ganz großer herzlicher Dank an Sie, dass Sie auch in diesen Zeiten, die ja auch gerade für den Einzelhandel nicht einfach sind, weiter einen solchen Renntag unterstützen. Wieso tun Sie das? Ja, also zum ersten Mal vielen Dank, dass Sie auch meiner Einladung gefolgt sind und sich hier die Pressekonferenz abhalten. Ich meine, wir haben den tollsten Ausblick über die Königsallee für all die, die das gerade leider nicht hier live verfolgen können vor Ort. Sie sind alle herzlich eingeladen, sich davon zu überzeugen. Jetzt zu Ihrer Frage, warum tun wir das? Das Lob von Ihnen, Herr Endres, das tut gut, aber ich kann das eigentlich nur zurückgeben. Wir sind seit über 40 Jahren hier auf der Kö, an der Kö. Und ich will sagen, irgendwie Tradition verpflichtet da ja. Also wenn schon der Düsseldorfer Rennverein solch ein Rennen ins Leben ruft oder einen Königsallee-Renntag, ist das selbstverständlich, dass wir da mitmachen. So, und dass wir auch in schlechten Zeiten oder sagen wir so, auch in nicht ganz so guten Zeiten bei unseren Partnern dabei stehen,
Ja, so habe ich das auch von meinem Arbeitgeber hier, Herrn und Frau Wempe, erlebt. Das ist halt Tradition, das tut man so. Das hat was mit Werten zu tun, mit Verantwortung. Und da ist das selbstverständlich, dass wir dieses Jahr ohne Zuschauer auch noch hinkriegen und im nächsten Jahr dann wieder alle mitfiebern dürfen, live vor Ort, wo sich unsere Kunden auch, glaube ich, sehr darauf freuen. Weil das macht's aus und das fehlt, so das Miteinander völlig frei, ohne Maske, sich freuen. Das kommt hoffentlich wieder zurück, nicht nur auf die Kühe, sondern auch auf die Rennbahn. Und ja, da freuen wir uns besonders drauf. Sie haben es gerade schon angesprochen, auf die Kühe kommt es jetzt so langsam zurück. Wie fühlt sich das jetzt momentan an und wie blicken Sie jetzt in die nächsten Wochen und wie waren die vergangenen Wochen für Sie? Also ehrlich gesagt, dieses Hin und Her zwischen Click und Meet, Click and Collect, mit Maske, ohne Maske, mit Test, ich bin irgendwann gar nicht mehr selber klargekommen. Und das ist, glaube ich, eine Verunsicherung, die man auch vielen Kunden angemerkt hat. Wir haben uns über eine solide Frequenz nicht beschweren können. Wir haben gut zu tun gehabt, auch in diesen Zeiten. Aber in Richtung, jeder ist einmal, vielleicht sogar zweimal geimpft oder hat einen Termin in Aussicht. Und das lässt, glaube ich, blicken, dass die Freude zurückkommt, der Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so die Sonne, die hilft auch schon eine ganze Menge dabei, dass man wieder positiv in die nächsten Wochen einfach schauen kann. Ja, das Thema Außengastronomie fängt so langsam an, Sinn zu machen, ohne das Sylt-Feeling, auch ohne Verreisen dabei zu haben. Also von daher, wir spüren das auch, dass die gute Laune wieder zurückkommt. Wir haben momentan viele Anrufe und Anfragen, wie es für die Renntage aussieht. Leider, das müssen wir auch sagen, müssen wir diese momentan noch ablehnen. Also auch für den kommenden Renntag sind weiterhin nur die aktiven Besitzer der startenden Pferde und die Partner zugelassen. Da bitten wir auch um Verständnis. Sind aktuell im sehr engen Austausch mit den zuständigen Behörden, um das vielleicht für die nächsten Renntage zu ändern. Aber ganz genau können wir das auch noch nicht sagen und würden uns natürlich sehr freuen, möglichst zügig wieder möglichst viele Personen begrüßen zu dürfen. Ich würde jetzt die Fragerunde sonst einmal eröffnen, beziehungsweise einmal rüberschauen, ob wir Fragen haben aus dem Plenum. Genau, die Kollegin schaltet Sie jetzt einmal auf laut, sodass Sie auch gleich Ihre Fragen stellen können. Darf ich vielleicht in der Zwischenzeit noch eine Sache sagen, die ich noch erwähnen möchte? Wir haben in dem Wempe 1000 German Guinness eine Viererwette mit garantierten 25.000 Euro Gewinnsumme. Das heißt, wenn Sie der einzige Gewinner sind und 1 Euro wetten, dann nehmen Sie 25.000 Euro mit nach Hause. Also es wird natürlich schwierig sein, die richtigen ersten 4 Pferde zu treffen, aber dafür gibt es dann auch eine rechte Belohnung. Genau, und da lohnt sich wahrscheinlich auch der Blick auf die Internetseite von uns, düsseldorf-galopp.de. Dort sieht man das Rennprogramm mit allen Startern, mit allen Einschätzungen. Im Laufe des Tages gibt es über die Facebook-Seite auch nochmal Wetttipps von Experten. Also da lohnt es sich sicherlich mal reinzugucken. Und wir können nur sagen, legen Sie sich rechtzeitig für die Online-Wette Ihr Wettkonto an. Das nimmt ein paar Minuten in Anspruch. Also von daher nicht ganz kurz vor knapp erst einwählen, sondern ruhig vorher Gedanken machen. Und dann sind Sie da auch bei dieser Chance mit dabei. Wir gucken jetzt nochmal rüber. Lautsprecher ist an, aber es scheint keine Fragen aus dem Plenum zu geben. Von daher gehe ich davon aus, dass wir die Fragen und die Inhalte alle schon vollumfänglich beantwortet haben. Sie erhalten im Nachgang der Pressekonferenz von uns alle Informationen auch nochmal schriftlich. Sie erhalten einen Link für einen Foto-Download und selbstverständlich unter den bekannten Kontaktdaten sind wir auch für einzelne Anfragen nochmal zu haben. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern und wünsche uns allen einen schönen Königsallee-Renntag. Danke. Danke.